tut. Hätten Sie, Richard David Precht, es für möglich gehalten, dass es einem Politiker in dieser Zeit, im 21. Jahrhundert, noch mal gelingen würde, Grenzen zu verschieben? Also ich möchte einen Satz vorausschicken. Ich bin in dem Trailer als jemand vorgestellt worden, der der Überzeugung ist, der Osten der Ukraine ginge uns nichts an. Das ist falsch. Okay. Ich meine, dass es mit der Ukraine sich um ein Land handelt, das kein Mitglied der NATO ist und dass derjenige, der jetzt hier die Hauptverhandlungen von Seiten des Westens führen sollte oder sich in erster Linie einmischen sollte, die Europäische Union ist und nicht die NATO. Das ist der entscheidende Punkt. Das Zweite ist, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber kluge Leute haben das für möglich gehalten und zwar schon vor sehr langer Zeit. Schon als die erste NATO-Osterweiterung war, Ende der 90er Jahre, haben kluge Leute wie Paul Nitze, das war damals derjenige, der in Wien mit den Sowjets verhandelt hat über die Abrüstung, oder Robert McNamara, der Verteidigungsminister war zur Zeit des Vietnamkrieges, später Präsident der Weltbank, gesagt, eure Verschiebung der NATO-Staaten nach Osten wird dazu führen, dass in Russland ein neuer Nationalismus und Revanchismus aufkeimen wird. Russland wird sich davon bedroht fühlen und diese Maßnahme, Stück für Stück die Länder des Ostens in die NATO aufzunehmen, wird sich rächen und wird zu einer Eskalation führen. Das hat man alles schon 1999 gesehen. Die NATO hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Man hat sich über jedes Land gefreut, was man aufnehmen kann. Und vor zwei Tagen hat Anders Fogh Rasmussen noch gesagt, dass er durchaus bereit wäre, die Ukraine unter bestimmten Voraussetzungen in die NATO aufzunehmen. So schürt man auch diesen Konflikt. War natürlich auch schwierig, diesen Völkern zu sagen, er kommt nicht in die NATO. Dass sie nicht in die NATO kommen. Die Frage, da gibt es gute Gründe. Die Ukraine erfüllt auch innenpolitisch keine einzige Voraussetzung, um NATO-Mitgliedsland zu werden. Es ist nämlich ein wichtiger Teil des NATO-Vertrages, dass diese Länder eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit, eine funktionierende Marktwirtschaft und eine funktionierende Demokratie haben müssen und keinen korrupten Oligarchenstaat. Am Anfang stand ein Versprechen. Im Gegenzug zur deutschen Einheit soll die NATO nicht weiter nach Osten vorrücken. Eine klare Zusage des damaligen Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher vor der Wiedervereinigung. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, die wir da nicht einverleiben wollen, sondern das gilt ganz generell. Doch der Westen bricht sein Versprechen. Als erste Länder kommen 1999 Polen, Tschechien und Ungarn aus der ehemals sowjetischen Einflusssphäre in die NATO. 2004 sind die nächsten an der Reihe. US-Präsident George W. Bush heißt gleich 7 Länder des früheren Ostblocks in der NATO willkommen. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. Auch die Ukraine und Georgien wären wohl längst in der NATO, wenn Bush sich durchgesetzt hätte. Das gebrochene Versprechen von 1990 hat der Mann in Moskau nie vergessen. Bis heute nicht. Nie haben wir ein Entgegenkommen des Westens gespürt. Im Gegenteil, wir sind betrogen worden. Entscheidungen wurden hinter unserem Rücken gefällt. Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. So war es mit der NATO-Osterweiterung und mit der Stationierung von Raketen an unseren Grenzen. Uns wurde immer gesagt, das betrifft euch nicht. Das ist leicht gesagt, das betrifft euch nicht.